So Leute, willkommen zum Plan for Clash of Clans. Ja, wie viele sich gewünscht haben, mal wieder. Mache ich mal einen Live-CW-Angriff. Ja, an sich. Viele habt jetzt irgendwie zu sagen, ich habe halt ein kleines Problem in diesem CW. Ihr seht schon, Baba King. Ich habe den auf 8 gemacht. Eigentlich wollte ich das dunkle Elixier sparen, um eventuell sogar meine Golems aufzuwerten. Problem ist aber einfach, dass, oder mein Lucky ist eher gesagt sogar, irgendwas halt in dem Bereich, dass ich schon so viel hatte. Ich war bei, ja, ihr seht es, bei 34.000 und dass die Babas einfach noch recht lang brauchen. Deswegen, ah, geh weg hier. habe ich mir gedacht, nie, lieber nicht. Boah, ruckelt's mal wieder. Das ist echt mit Blues, also normal, ich nehme mit Blue Stacks auf. Das ist irgendwie, ich muss das immer 5 Minuten laufen lassen, bis das flüssig ist. Das ist irgendwie nicht der beste Emulator. Ja, es wird besser, mal gucken. Ich warte jetzt ganz kurz. Ich habe es eben vorgeladen, aber dann war es wegen Inaktivität geschlossen wieder. Ah, das ist richtig blöd. Ja, wegen, viele Fragen immer. Kann ich den Clan? Hört auf, das in die Kommentare zu schreiben. Ihr habt dort keine Chance. Wenn ihr den Clan wollt, müsst ihr warten, bis ein Platz frei ist. Und dann reinkommen. Also es wird immer wieder offen gemacht. Ich kann es nicht in Videos ankündigen, weil es sind sowieso dann ein paar Plätze. Ich habe das beste Spendenverhältnis der Welt. ja, wie gesagt, jetzt nochmal, das war die Verwirrung. Es war Platz Deutschland. 190 waren wir in Deutschland. Das ist aber trotzdem heftig, meiner Meinung nach. Also das, ich finde das mega cool, dass sich der Clan so positiv entwickelt. Ja, also viele fragen noch, ob sie Leiter werden können, in den, die in den Clans schon sind. Das werden wir entscheiden wir alles Leiter. Also wie gesagt, wir haben da ja, das Leiterteam, wie gesagt. Yannick ist ein bisschen inaktiv letztes Jahr, weil er nicht so viel Zeit hat. Aber Dennis und Ehren kennt ihr. Wo ist Ehren? Da ist Ehren. Und ja, ja boah, der hat ja noch schlechteres als ich, Alter. Das ist viel gefordert. Aber wie gesagt, die Sache ist, wir legen nicht so einen großen Wert auf Spendenverhältnis. Man soll immer dann spenden, wenn man kann und dann fordern. Und meiner Meinung nach klappt das super. Also jeder, der hier was fordert, hat nach ein paar Sekunden was. Obwohl auch ein paar sehr schlechte Punch haben ja sehr gute. Das wechselt immer so ein bisschen ab. Ich habe zwar immer mein schlechtes, aber ich ist ja nicht so, dass ich nicht spende. Immer wenn ich was sehe, spende ich es ja auch. Ich habe halt nicht so viel Zeit, mich damit 24/7 beschäftigen. Deswegen nochmal vielen Dank an alle Leiter, die mich da so unterstützen. Ich mache ja meinen Minecraft-Server, deswegen fehlt ein bisschen die Zeit. Boah, ruckelt das, Mann. Das ist echt schlimm. Wir probieren es jetzt mal aber trotzdem. So, ja, wir haben in jedem CW jetzt ist es so, dass man, falsch bin, ja, Bogies sind Standard. Noch zur Info, genau, Bogies sind Standard. In CWs, jetzt wurde es nicht geschrieben, soll man eigentlich immer, wenn es geht, seine Nummer angreifen. Wir gucken das einfach mal uns selber jetzt mal an. 12, oh, ich war einer der wenigen, der schon angegriffen wurde. 12, das heißt, ja, das Empfohlene passt schon. Wir gucken uns auch mal die 12 an direkt. Die Sache ist halt, ich habe jetzt einen Dragon Raid gemacht noch. Problem ist halt immer, gegen 4 Luftverteidigung ist das immer sehr suboptimal. Das ist halt die Sache. Viele ein paar haben gesagt, ey, erkundige ich doch vorher wegen deiner Base. Keine Ahnung, ich möchte ja mitteilen, so meine Gedanken, wenn ich halt so über die Bases diskutiere. Also, dass sie sagen, eventuell, ich werde einfach mal die Regel brechen und einen Lower Rathaus angreifen. Oder mal gucken sie mal an. Dafür werde ich nächstes Mal für nächsten wieder Go Fight mal probieren. Und dann. Oh, der hat schwache Luftverteidigung. Wir machen den hier. Das passt schon dann. In der zweiten Runde werde ich Go Fight vorbereiten. Und dann einen höheren angreifen. Ich denke, das gleicht dann ein bisschen aus. Sind ja auch nur 2 drunter. Ich denke, das ist machbar. Wir probieren ja sehr schwache Luftverteidigung. Das könnte klappen. Auch die Magiertürme sind komplett unterentwickelt. Ja, ich mache einen ganz kurzen Cut. Für euch stört es ja nicht, weil ich muss die Performance besser. So, die hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Oh, ich nehme wieder auf, damit. Oh, Alter, das ist echt schlimm. Ich probiere es trotzdem mal. Aber es geht. Die hat sich ein bisschen stabilisiert jetzt. Dragon Raid muss ja nicht so viel genau machen. So, wir müssen jetzt erstmal eigentlich rauslocken, die Clanbox. Ich würde sagen, wir gehen dann noch daher. Wir gucken einfach mal, was drin ist. Reicht die Range? Na komm, Range, reich. Boah, ruckelt das. Ich werde jetzt einfach alle. Boah, Mann, ist das schlimm. Das tut mir echt unglaublich leid. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Da ist es. Na komm. Ich krieg, glaube ich, alle Magier. Ja, nice. Alle Magier weggeblitzt. Das ist natürlich ein, meiner Meinung nach, guter Start. Oder ist da noch einer? Oh, da kommt noch ein Scheiß. Warte, ich muss direkt einen Heal mal raushauen. Auch noch einen zweiten. Rage Spell. Die Sache ist halt, dass der Baba King meiner Meinung nach einer der wichtigsten dann immer so eine Luftverteidigung ist schon weg. Die gehen leider alle nicht so optimal. Die Drachenangriffe sind meiner Meinung nach so viel Glück immer. Es kommt halt immer 100% drauf an, wie die sich bewegen. Ich hätte den Feuerplatz in sein mit den. Wird schwer auf jeden Fall. Also, aber guckt euch diese Ruckler an. Es tut mir echt leid. Ich werde einfach nicht so viel bewegen, dann seht ihr es einigermaßen flüssig. Das ist halt. Ich könnte mit der Queen da jetzt hinkommen. Ah, die sind nicht optimal geflogen, leider. Gar nicht optimal. Einen Stand haben wir sicher. Ich hoffe, wir kriegen jetzt den zweiten.
Das den zweiten sollten wir jetzt kriegen, glaube ich. Ja, im letzten CW habe ich sogar mal 3 Sterne geholt gehabt gegen guten Gegner. Da war ich sehr stolz. Hatte ich wirklich gute Spells platziert. Wow, das soll ja, da sind jetzt welche. So Skelette. Ich glaube, ich kann mit dem. Mit der Queen. Oh Gott. Mit der Queen, was? Also ja, die Queen. So, jetzt hier. Alter, ja, ich krieg das Autos mit der Queen. Nice. Gut, 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 oder? Oh, das wird knapp. Bitte, Queen. Na komm, Queen. Alter, wenn ich jetzt nicht schaffe. Queen. Na komm. Oh, ich hab's geschafft. 2 Sterne. Gut, ich bin zufrieden. Mir fehlt der Barber King, aber der Barber King hat auch nicht so viel gerissen. Ja, aber nächstes Mal bereite ich Go bei vor. Wir direkt gleich mitproduzieren. Gut. 2 Sterne ist das Optimalste, aber ich lebe damit jetzt einfach mal. Ja, also ich habe immerhin auch ein Rathaus-Level, wobei der schwache Base hatte. Ist es in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja, da ich finde es immer süß, wenn alle diskutieren. So, hier schreibe ich jetzt mal direkt, weil das bereite ich dann vor Pekka. Ja, produziere ich mal direkt. Ja, warte mal, stopp. Ich muss mal genau durchgehen. Ja, was ich immer zeige, ich produziere einfach, ich gehe. Also erstmal gibt es 3 Golems. Also, ich mache 3 Golems, dann mache ich 2 Packers, weil ich einen noch bekomme. Dann mache ich 8 Mauerbrecher, also 8 Stück. Und dann mache ich den Rest Magis. Ich probiere aber auch immer noch ein paar Bogis dabei zu haben. 4 Stück, Level 3 Packer. Sagen wir es mal. Ja, so nice hat er nicht. Aber es geht immer 2 Sterne, ist mal in Ordnung. 4 Bogis, weil dann kann ich die Clanburg rauslocken. So, und Spells mache ich jetzt immer einen. Links der Jump, 2 Rage und einen. Ich überlege halt immer Heal oder Blitz. Wenn da die Sache Magier und sowas drin sind, das schön ist. Ich hasse es, wenn da so Balloons oder Drache drin ist. Das macht es einfach immer kaputt. Deswegen pokern wir einfach darauf, dass Magier drin sind. Und, mir reichen so, der Magier-Turm wird auch hier höher sein bald. Die Sache ist halt, ich bin immer mal überlegen, ab welchem Moment ich meine Mauern höher ziehen will. Also erstmal mit dem, wo ich meine, aber ich spare immer noch gern so ein bisschen was. Eigentlich habe ich meine Sachen auf die Grundwerte fertig. Das heißt, jetzt kommen wirklich die teuren Sachen alle. Ihr seht, es wird jetzt alles teurer. Ich würde auch gerne meine Clanburg updaten. Das kostet natürlich aber 5 extra Truppen. Ist natürlich stark. Insbesondere kriege ich ja sehr stark, weil hier stärker drin sind im Clan. Das heißt, ihr seht es ja wirklich mit sehr hohen Leveln. Teilweise, aber ich möchte mal sagen, also wir haben wirklich eine Bombentruppe mittlerweile zusammen. Also das heißt, wirklich alle sehr aktiv, alle sehr nett, verstehen sich alle. Also es läuft wirklich tausendmal besser als beim letzten. Ja, die kleinen Vorteile, wir haben den ersten auch schon geschafft. Das heißt, Wartezeit für Truppen mal vor nur 15 Minuten. Sichere Lagerplatz zu 10%, also das ist schön. Es wird natürlich immer teurer. Ja, also Spenden, Rückerstattung. Ui, dann kriegt man es nicht, das ist natürlich nett. Hier, das wird natürlich hier eine Dave, diese extra Bonus-Loot und sowas. Das ist natürlich super, auch ihr Spendelimit höher machen, ist alles Verbesserung gespendet für Truppen ein Level. Das heißt, die werden ein Level besser? Was? Das wäre doch krank OP. Könnt ihr das mal schreiben? Verbesserung gespendeter Truppen ein Level. Das wäre übelst krank. Und dazu extra Bonus, das ist natürlich. Aber man muss natürlich das erstmal zusammenbekommen. Wir machen ja sehr aktiv CWs. Bekommen. So, wir gucken uns das Ganze mal an auch, was bis jetzt so geschehen ist. Bis jetzt noch nicht. Ich bin einer der ersten Angriffe gewesen. Oh, hier hat jemand 3 Sterne gemacht. Ich würde sagen, das gucken wir auch mal einfach mal an. Was? Hä? Was? Was ist das für eine Base? Hä? Hä? Wer hat den denn angegriffen? Also ich hoffe, das hat der den 25 hat 25 angegriffen. Der Bäcker macht das alleine. Der Bäcker macht das alleine. Der arme Gegner Bäcker macht das alleine. Warte mal. Pam. Pam. Alter, wenn der Bäcker das jetzt alleine schafft, der muss mit dir nichts gejobbt. Na komm, schafft er es? Ah, der geht. Ah, trotzdem, der Bohrung. Der Bäcker macht es alleine. Oh mein Gott, was ist das denn gewesen? Oh mein Gott, wir gucken uns das mal an. Level 15 oder Level 20er. Wir haben hier keine 3 Sterne und fliegt aus dem Clan. Oh mein Gott.
Das hat, letztens hat mich jemand auch angegriffen, sehr early schon. Der zweite Angriff direkt auf mich. Wir gucken uns den mal an. Hat jemand angegriffen? Go-Go-Web hat jemand gemacht, oder? Ja, nee, nicht ganz. Mit Hexen, das ist natürlich stark. So, da kann ja natürlich jemand leicht meine Klammbock rausholen. Eventuell tausche ich die auch mal mit der Luft. Ah, so viel bringt das nicht. Ja, da macht einfach jemand einen Spell drauf. Wobei, die waren so gut positioniert, der hätte den Spell gar nicht machen. Ja, gut, eigentlich schon. Alter. Gucken uns das mal an. Ja, der schafft 2 Sterne, also kennt man den Ablauf. Das ist so, wie bei mir gerade war nach dem Motto. Auch 67%, das heißt, er schafft knapp das Rad auszuholen. Und mal gucken, wie knapp es jetzt im Endeffekt ist. Da werden die... Boah, ruckelt das mal auf 1. Das wird... Nee, so knapp ist es nicht. Also, der holt das schon. Gut. Mach ich jetzt mal wieder schneller. Ja, da hat er es geholt. Ja, das ist, 7. schon gut. Hier ist halt die Ecke, hier wird noch gut gefeuert. Die Hexen sind natürlich stark, es sind so viele Hexen. Aber gut, die Kanone hat da gerade ziemlich geklärt, aber trotzdem, ja. Also, das Prozentverhältnis, wie wir geholt haben, ja, das stirbt jetzt eh. Okay, ja, also ich finde meine Base gar nicht so schlecht. Also ich finde die so aufbautechnisch eigentlich sehr in Ordnung. Haben auch viele in den Kommentaren geschrieben, dass es eine gute Base war. Da hätte ich mal auch Sterne geholt, weil wir jetzt mal hier so angucken, was denn hier jemand falsch gemacht hat. Ich mache ja auch was Falsches, deswegen kann ich das vielleicht beurteilen. Oh, das ist ein guter X-Wing. Da hat jemand Go-Wipe gemacht. Also, ja, gleiche Level wie ich alles hab. Nur ist der Level 6. Ja, sonst eigentlich alles identisch. Ja, so auch mein... Ah, die werden da jetzt das kaputt machen. Ja, pam, pam, das hasse ich auch. Da kann man nichts machen. Diese Loons machen da alles Schrott. Das ist wirklich einfach nur krank. Das, ich hasse das, wenn Loons und sowas in den... Klambogen drin sind. Da rege ich mich immer tierisch auf. Also mal gucken, ja, wie der Angriff wird. Wenn wir mal sehen, ich bringe vielleicht morgen noch ein Video, dann seht ihr es auch. Benutzt Angriffe 4-5. Ja, gewonnen Angriffe 3-5. Oh, da haben alle sogar gewonnen. Also, ja, da haben wir einmal 3 Sterne geholt. Ja, also. Wird ein knapper CW natürlich, denke ich. Wir sind natürlich sehr und halt die unten unglaublich schwache. Gucken wir uns mal von Carlo die Base an. Profil. Suchen. Frag mich, wieso da so low, Alter. Hirnsinn, ja, der hat, ich weiß, das ist aufgebaut viel, aber wahrscheinlich lang inaktiv, also ja. Ja. Mal gucken. Ja, ich bin mal gespannt, wie der CW verläuft sich und will da jemand truppen? Ich habe wahrscheinlich, ich habe ja nichts, Magis oder Bogis. Ja. Ein paar Bogis. Gleich habe ich ja noch einen. Ne, ich muss viel wieder neu machen. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Das Video kam heute sehr spät, das konnte ich jetzt schon prognostizieren. Da ich unglaublich lang Schule hatte und ich schaffe es nicht heute noch zu rendern hochzuladen, weil wir jetzt gerade 22.30 Uhr jetzt schon haben. Und dass ich das mache, bin ich um 24 Uhr erst fertig. Das dauert mir viel zu lange, deswegen müsst ihr damit leben, dass es halt spät kam. Tut mir leid, aber kann ich nichts anderes machen. Okay, dann, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, ein Bunge spät mir noch. Los, Boogie, Boogie. Pam. So, gut, dann, ja, würde mich immer wieder über positive Wertung freuen. Und ja, sonst, ihr könnt noch eine kleine Diskussion in den Kommentaren machen, da freue ich mich nur drüber, was ich mit dunklem Elixier als nächstes updaten soll. Ich habe wieder im Endeffekt mehrere Möglichkeiten. Erstmal, ich kann Baba King versuchen auf 10 zu machen, weil das ist jetzt auf 8 an, das heißt gar nicht so weit weg. Andere Möglichkeiten sind dann diese hier. Momentan nutze ich die beiden nicht, also eigentlich würde sich Golems nur sehr lohnen, aber das ist halt unglaublich teuer. Ja, als nächstes gehe ich hier dann auf Bogis auch. Ich gehe da hier so alles durch. Dann mache ich heute Babas, Bogis und dann bin ich eigentlich mit allem Relevanten durch. Pekka ist halt noch. Pekka. Pekka Spells natürlich auch. Da wäre echt der Sprungzauber. Boah, 20 Sekunden länger. Das lohnt sich schon. Der Heal-Zauber auch. Mal gucken. Okay, dann, ja, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.